Okay, gut geschlafen haben wir offenbar. Die Apex-Kreatur haben wir immer noch nicht getötet. Aber tatsächlich, nachdem das bis er hier so relativ reibungslos läuft, bin ich ja ganz optimistisch, dass wir das schaffen könnten. Wollen wir alle Buffs hier auffrischen? Haben wir was für eine Munition drin? Die Eis. Hier haben wir doch jetzt auch noch mehr Munition. Gewehr, Feuer, sollen wir mal Feuer oder Gift vielleicht? Das klingt schon so übel. Ah ja, und ich sehe schon, wir werden da runterhüpfen und keinen Ausweg haben. Also, wir können nicht hier irgendwie wild kiten oder sowas. Oh, ein Sonnenriese. Okay, jetzt kriegt Atta seinen Kampf gegen den Sonnenriesen dann doch noch. Okay, was haben wir denn hier zum Verstecken oder so? Gar nichts. Es ist offenes Feld. Irgendwie abrollen wie in anderen Spielen. Oh, jetzt habe ich schon einen Heiltrank verballert, ich Idiot. Geht hier nicht? Okay. Okay, ich konnte hier nicht mehr raus. Das ging schnell. Da wir keinen haben, der uns hier wiederbelebt, war das der erste Durchgang durch eine Gruft. Oh, wir können den Kampf aber weitermachen von da. Okay, einmal hochbuffen. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Giftmunition allzu viel Schaden macht. Ich hätte jetzt gerne mal noch Eis versucht gegen den Sonnenriesen. Die leichten Heiltränke haben wir alle. Was macht der da? Okay. Muss man, glaube ich, erstmal lernen, wie man gegen den kämpft. Essen haben wir genug, aber Heilsalbe eigentlich nicht mehr so viel. Ich frage mich auch gerade, ob sich das lohnt, hier alles wegzuballern. Die normale Munition tut's hier auch. Dem noch fast keinen Schaden gemacht. Was sagen diese Kreise auf dem Boden wohl? Ich meine, dass man da nicht drinstehen soll, denke ich mal, ne? Aber. Oh, komm schon. Okay, wir hauen uns jetzt noch einmal die Buffs rein, warten, bis wir hochgeheilt sind.
und schauen mal, ob wir irgendwie eine Chance haben. Wenn wir uns ein bisschen mehr anstrengen. Was haben wir denn noch an Essenzen hier? Nur noch 20 Klasse 1 Essenzen zum Reparieren. Wow. Aber das ändern sie auch mit dem Update, dass man zum Reparieren irgendwas anderes nutzen kann, was nicht so farmintensiv ist wie Klasse 1 Essenzen, die man später ja gar nicht mehr findet. Okay, wir warten noch ein bisschen die Ausdauerregeneration hier ab. Die Lebensregeneration. Wenn wir den nicht schaffen, ist aber auch nicht schlimm. Na, wir haben Klasse 4 Essenzen über 100. Das heißt, wenn man solche Runs 10, 11 Mal macht, hat man schon mal die neue Werkbank für bessere Ausrüstung. Das ist dann wirklich ein Grind, denke ich, an der Stelle, das Spiel. Ist die Frage, wie es wird, wenn dann demnächst das große Realms Rework Update kommt. Müssen wir gegen den kämpfen oder können wir hier einfach weiter zum Ausgang? Nee, können wir leider nicht. Vielleicht ist unsere Ausrüstung auch noch nicht gut genug, um so einen Sonnenriesen alleine zu besiegen. Der ist auch immun. Wieso ist der immun? Okay. Gut, wir lassen das. Macht an der Stelle, glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube, das ist dann entweder was, was man mit mehreren spielen muss, damit man sich gegenseitig wiederbeleben kann. Und ich habe auch noch nicht verstanden. Ich meine, dass man nicht in diese Kreise geht, ist offensichtlich. Wir können es theoretisch nochmal, wenn wir hochgeheilt sind, ohne Buffs probieren, weil der One-Hitted einen eh. Genau, dass man in diese Kreise nicht gehen sollte, ist eigentlich relativ klar. Heilsalbe können wir uns einmal reinpfeifen. Aber wo rennt man hin an der Stelle? Rennt man ihm entgegen? Was ist der Trick dabei? Ich weiß nicht, wo soll ich hier hin, dass ich keinen Schaden krieg? Die Kreise sind überall. Ah, da gibt es Stellen, die einen hier in die Luft katapultieren vielleicht. Aber wir könnten den, glaube ich, schlagen, wenn der sich irgendwann nicht resettet und unsere Munition reicht, müssen wir ihn nur eigentlich oft genug auf sein Herz da drauf schießen. Dann wird er schon sterben, aber... Gibt es hier Stellen, wo man nach oben katapultiert wird?
sodass man safe vor seiner Fähigkeit wäre. Was macht der denn hier für Geräusche, der Bursche? Da hier diese Ecken, muss man in diese Ecken laufen und hoffen, dass er an die Fähigkeit da nicht trifft. Wir standen vorhin, glaube ich, an so einer Stelle, ne? Wollte hier hoch, aber da hat er mit seiner anderen Fähigkeit vorhin so viel Schaden gemacht. Schwer zu sagen, tatsächlich. Baller nochmal auf sein Ding da drauf. Aber da muss man es vielleicht irgendwie unterbrechen mit einem Schuss, was er da tut. Ja, keine Chance. Ich bin nicht mal in der direkten Linie zu ihm. Okay. Hochspringen und mit dem Schirm schweben vielleicht wäre noch eine Option. Na, wie auch immer. Guck mal, hier ist sogar eine Karte. Portal in eine andere Welt. Also das ist, ja gut, das ist der Endgegner, ne? Die anderen Grufte haben vielleicht andere Endgegner. Das könnte man nochmal probieren, wenn anders. Aber wir gehen jetzt mal zum Rückzugsort zurück. Wird jetzt vorbereitet, da sehen wir uns gleich. Das dauert wieder hier mit dem Rückzugsort. Was man natürlich noch machen könnte, man könnte ein bisschen neue Munition craften und unsere Taschen leeren. Dann mal gucken, ob wir eine andere Gruft schaffen würden. Oder wie weit wir da kommen. Wir haben jetzt eine von dreien gesehen. Es gibt ja noch zwei andere. Denn ich weiß ja nicht genau, aber ich glaube, selbst wenn wir hier jetzt Ausrüstung sammeln, wir wissen nicht, wie wir diesen Sonnenriesen besiegen. Diese Fähigkeit one-shottet ja, wie man der ausweichen kann. Vielleicht muss man ihn wirklich unterbrechen dabei, dass er die, wenn er die ausführt. Okay, da sind wir wieder am Rückzugsort auf jeden Fall. Genau, den Sonnenriesen haben wir leider nicht geschlagen. Machen wir erstmal unsere ganzen Taschen hier leer. Das, was geht, weg. Gucken, ob wir noch Ausrüstung aufwerten können.
da irgendwas Sinnvolles noch hier anstellen kann. Wir können auf jeden Fall die große Aufwertungsbank jetzt bauen. Also wir haben auf jeden Fall ein paar neue Werkbänke, die wir hier hinstellen können. Das würde ich wahrscheinlich auch noch machen. Okay, ich bin ja irgendwie froh, dass wir noch Kisten gecraftet haben, denn ich hier versuche, alles Gleichwertige irgendwie wegzusortieren. Fühlt sich nicht so an, als würde meine Tasche leerer werden. Hier ging noch ein bisschen was rein. Die Kundschafterstiefel, mittlerer Krafttrank. Widerstand gegen Verletzung. Hat uns das geholfen? Ich weiß es nicht. Bauholz? Ist doch eigentlich hier drin. Wollte das da nicht stacken? Ja, die Infusion und Verzauberung haben wir eigentlich in einem eigenen Schrank. Also, wie vor längerem schon oder immer wieder auch gesagt, ne? Normalerweise wäre hier längst der Punkt gekommen. Moment, da fällt mir was auf. Achso, das sind die Reste. Mal ordentlich den Kram hier in Kisten zu sortieren. Spätestens mit diesem Koffer, der in Regale geht, könnte man hier ein schönes Lager auch irgendwo bauen. Machen wir jetzt natürlich nicht mehr, wenn in 2 Wochen ein Reset kommt. Ausgezeichnete Werkbank. Die würde ich aber jetzt gerne mal bauen. Und den Schmelzofen können wir auch bauen und den Verzauberungsfokus. Okay, Werkbank haben wir hier. Verzauberungsfokus haben wir hier. Also, da haben wir hier den Verzauberungsfokus. Und hier wieder eine Werkbank. Ist relativ groß, wie man sieht. Okay. Und dann haben wir ja auch noch den großen Schmelzofen. Den würde ich einfach mal neben den hier einfach stellen. Ja, der ist zu groß. Sieht scheiße aus. Nehmen wir mal hier ins Fenster. So, was brauchen wir denn für die Sache? Die Werkbank. 8-mal geschnitztes Holz, 2 Schrauben mit Muttern, 2 mechanische Zahnräder, 2 Balken. Also 8-mal geschnitztes Holz. Zwei Schrauben mit Muttern, 2 mechanische Zahnräder. Jetzt geht es sicherlich hier. Mechanische Zahnräder. Was sind denn die billigsten Bachen hier? Was hatte ich denn hier? Ist es nicht Schimmer? Was hatte ich denn gefarmt? Was hatte ich denn hier im Pool? War das Zinn? Hatte hier auch noch was liegen, ne? 116 Bachen Zinn. Okay, Zinn haben wir jede Menge. Ich habe schon wieder vergessen, was ich hier... 2 Schrauben mit Mutter und 2 mechanische Zahnräder. Manche Zahnräder aus Zinnbachen. Und mit Muttern auch aus Zinnbachen. Und dann fehlt noch 2 Balken. Müssen wir noch kurz warten, dann gucken wir doch schon mal bei der Schmiede hier. 9 Metallplatten,
Fünf Ziegel, wo stellen wir denn Ziegel her? Steinmetzbank, okay. Fünf Ziegel, zwei Scharniere. Steinpulver brauchen wir erstmal. Aus Steinplatten. Fünfmal Steinpulver, dann können wir fünf Ziegel herstellen. Zwei Scharniere. Vier Schrauben mit Muttern und neun Metallplatten. Gut, dass ich Zinn gefarmt habe auf Stream. Ein Minuten. Eieiei. Oh, das hier ist fertig. Okay, was brauchen wir hier hinten für den Verzauberungstisch? Zwei Linsen, vier geschnitztes Holz. Holz gibt es sicher hier. Vier Stück. Linsen hier. Glas. Wir haben irgendwo zwei Linsen aus. Frage ist natürlich, in welchem Behältnis, ne? So, hab ich die Schrauben mit Muttern jetzt hier reingetan, zwei Stück, muss ich nochmal machen. So, finde ich die Linse relativ auf die Schnelle hier. Und Linsen aus Kronenglas. Ach, vielleicht müsste ich gegen diesen Riesen mit Magik was machen. Jetzt, wo ich hier Magik lese. Hier sind zwei Linsen. Und einmal glänzende Tinte. Das macht man doch hier sicherlich bei der Mörserstation. Kräftige Tinte, glänzende Tinte. Oder können wir das noch gar nicht? Nein, können wir noch nicht. Okay. Wir wissen noch nicht, wie man glänzende Tinte herstellt. Das heißt, wir brauchen für den hier die verbesserte Mörserstation. Okay. Gut zu wissen. Was können wir denn an der ausgezeichneten Werkbank hier machen? Granaten. Ja, da ist noch nichts so richtig Neues dabei. Wir können Munition natürlich herstellen. Aber Munition. Gewehrmunition. Okay, hier warten wir noch einen Moment. Es wird dunkel. Es ist schon dunkel.
Wollen wir uns schlafen legen? Ja, ausgeschlafen. Dann sind die Sachen hier nämlich fertig. Nee, es fehlt noch einmal Schrauben mit Muttern. Tatsächlich eins zu wenig hergestellt. Was ist denn diese Dinge hier? Achso, die habe ich vielleicht beim letzten Mal hergestellt und nicht wegsortiert. Da wollen wir eigentlich hinten einfaches Holz reingeben, das normale. Mir ist die normalen Stöcke oder sowas. 300. Können wir auch mal extrahieren, dann haben wir nämlich wieder Stufe 1 Essenzen. Zum Reparieren. Also wie diese Dinger hier, die Steine. Ich glaube, das muss man immer mal machen. So, wie sieht es jetzt hier aus mit glänzender Tinte? Herstellen können wir es nicht. Haben wir es vielleicht irgendwo bekommen? Hier haben wir noch ganz viel Munition drin. Blaue Kugel. So, okay, hier sehe ich aber nichts, was irgendwie glänzende Tinte sein könnte. Hier auch nicht. Da sind unsere ganzen Barren drin. Nee. Farbe, Essenz der Unversehrtheit, Widerstand gegen Verletzungen. Ausrüstung natürlich auch nett. Essenzen kann man doch, könnte ich doch hier sicherlich darauf packen, oder? Ah, da muss ich hier was wegpacken. Ja, ne, dann nicht. Jeder. Auch hier hätten wir auch noch Ziegel gehabt. Eine Chemietinte, Erzbarren, Barren. Kräftige Tinte. Sieht nicht so aus, als hätten wir glänzende Tinte. Hier die raue Kugel war doch woanders auch schon drin. Die habe ich ja eben schon mal gesehen. Direktes Leder, Korallen. Also wir haben hier jeden möglichen. Wir haben aber keine glänzende Tinte. Nee, haben wir nicht. Hilft alles nix. Haben wir nicht. Gut, heißt so viel wie wir hätten jetzt den ausgezeichneten Schmelzofen. Scharfschützenlauf, damit kann man wahrscheinlich noch Scharfschützengewehre oder sowas herstellen. Das Ding kann auf jeden Fall ein bisschen mehr als die anderen Schmelzöfen, die wir dann eigentlich nicht mehr bräuchten.
haben wir denn hier hergestellt, die Munition? Und dann haben wir hier die ganzen Sachen, warum auch immer wir die aufgenommen haben. Wahrscheinlich waren die noch in der Herstellung bei irgendeiner Werkstation. Gut, Munition hätten wir einiges jetzt, Essen hätten wir auch noch. Wir haben keine Heilsalbe mehr. Die stellt man, glaube ich, hier. Oder stellt man die hier an dem Verwirrungsfokus? Das ist auch nicht mehr. Na, Heilsalbe würden wir jetzt eigentlich noch herstellen wollen. Knochen und Faser. Aber auch nur Klasse 1 bisher. Also, wenn wir in der Kochstation machen. Ja, okay. Mich ein bisschen bei der Heilsalbe irgendwie so ein bisschen schade ist, ne? Egal welche Klasse ich hier nehme bei Knochen und was für Pflanzenfasern, gibt immer sehr wenig Gesundheitsregeneration. 10 pro Minute, das ist ja fast gar nichts. Bei Klasse 3 Fasern oder gebundenen Fasern macht überhaupt keinen Unterschied. Also eigentlich soll man sich wohl eher mit Heiltränken. Was ist denn eigentlich mit diesen Kundschafterstiefeln? Kann ich die hier aufwerten und die sind dann besser als die anderen? Nein, die sind schon aufgewertet. Oh, Chap, hast dich wieder angezündet. Großartig. Du bist echt ein Held. Junge, Junge. Gut, ich glaube fast, dass wir es an dieser Stelle belassen. Ich glaube, irgendeine Quest fehlt uns noch, ne? Wir haben jetzt hier Töten Sie die Apex-Kreatur. Und eine Errungenschaft haben wir bisher steammäßig verpasst. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir zumindest das Ende des Spiels jetzt noch erreicht haben. Ja, Jeff, großartig. Du bist Feuer und Flamme für die Version 05, die dann kommen wird. Also, wie gesagt, es wird, ich glaube am 12.09. Version 05 Release, da wird aller Progress resettet in dem Spiel. Und das heißt, die alle fangen nochmal bei Null an. Es wird einen ganz neuen Progresspfad durch die Welten geben. Die Welten sollen sich viel mehr abwechseln. Es soll so eine Art Themenwelten geben. So handcrafted bei den Machern des Spiels mehr oder weniger. Die Kraftorte werden nicht alle diesen blöden Roboterspringer haben, sondern es soll ganz neue Endgegner und Endbosse geben mit neuen Fähigkeiten. Das ist was, was ich jetzt bei diesem Playthrough dann doch eher ein bisschen langweilig fand. Dass es immer der gleiche Endgegner sozusagen war, in der Steigerung, dass es irgendwann zwei sind. Okay. Genau, und das Progress-System wird auch komplett überarbeitet. Ja, ansonsten für Leute, die gerne bauen, werden die Baulimits erhöht und dergleichen. Also es wird einmal resettet, ganz vieles wird anders. Von daher werden wir mit der 05, wie nennen sie das Update, Realms Reborn, der Realms Rebuild, werden wir nochmal früher oder später einen Neustart machen.
Genau. Ich glaube aber, für jetzt lohnt es sich jetzt nicht weiterzumachen, denn, naja, ihr habt es gesehen. Ich glaube, jetzt kommt der Grind-Part des Spiels. Ne? Wir sind jetzt bei knapp 60 Stunden. Wir haben gemütlich durchgespielt. Haben die Story soweit durch, glaube ich. Nightingale kann man, glaube ich, noch nicht erreichen. Ist die Frage, ob überhaupt früher oder später man es wird erreichen können. Genau, aber jetzt kommt halt der Teil, wo man ewig viel durch diese Gruften rennen muss, um die Stufe 3 Essenzen zu farmen, Stufe 4 Essenzen, um dann die besseren Werkbänke und die bessere Ausrüstung craften zu können und stärker zu werden. Genau, dann kann man sich ins Bauen hier noch ergeben. Und die Frage ist natürlich, wofür macht man das dann? Also was kommt danach? Vielleicht geht die Quest ja auch noch weiter, wenn man diese Kreatur mal getötet hat, dass man dann in noch stärkere Gebiete kommt. Ich weiß es nicht. Wir werden es mit 05 sehen. Der Grind jetzt macht keinen Sinn, 2 Wochen bevor der Reset kommt. Genau. Von daher machen wir an der Stelle einfach Schluss mit diesem Playthrough von Nightingale. Und wenn die 05 raus ist, machen wir irgendwann damit weiter. Danke an alle, die bei YouTube bis zum Ende geschaut haben. Und haltet einfach die Augen offen für eine neue Serie.